Na, ihr Weißhäute, schon immer mal Gedanken drum gemacht, wer die coolsten ausgedachten Eingeborenen sind? Gut, ihr vielleicht nicht, aber es sind meine Videos, also macht keinen Wigwam draus. Platze 6. Gähn. Langweilig. Juckt mich nicht. Oh, wie rührend. Sad. Der Quittenturm-Nativ Bora, der mit seinem Sohn zusammenlebt, bringt das dramatischste Sterben des Franchises, wie ihm beim Verteidigen seines Landes ein Speer im freien Fall durch den Rücken getrieben wird. Später, als der affenschwänzige Junge des Ostens den bösen Shaolin-Söldner am Zöpfchen zieht und die Rote Armee um die Dragon Balls prellt, darf der Indianerpapa sich aus dem Grabe heben, womit Upa wieder entweist. Der Tod von Bora kam so plötzlich und schnell, dass man erst mal gefasst war, dass jemand in der Serie überhaupt ins Gras beißt. Das Ganze hätte noch an Spannung gewinnen können, wenn die Ebenbürtigkeit sich besser verteilt hätte. Im Prinzip hat der Söldner nur zwei Finger gebraucht. Bora. Der kräftige Alleinerziehende. Nur der frühe Indianer fängt den Speer. Platz 5. Rogers, der Beschützer seines Volkes. Engländer Sioux-Abkömmling. Sucht im Reiche der Königin Heilung. Die nur Stephen Strange garantiert. Als erstes weißes Kind in Amerika geboren, besprüht von Pestiziden europäischer Kolonisten, erhielt der Junge Kräfte über menschlichen Höchstniveau. Hätte man annehmen können. Leider hörte er auf den korrekten Namen Rogers. Dieser wurde als Präsident Amerikas 400 Jahre in die Zeit zurückgeschickt, damit die Helden des frühen elisabethanischen Zeitalters ihre Kräfte erhalten, um eine Paradox-Miserie abzulenken. Liest Marvel 1602. Auch wenn man vom ursprünglichen Ursprung absprang, gefiel Steve die Zeit im Uramerika. Ein Kontinent, den er moralisch nach seiner Vorstellung formen konnte. Weil Marvel so gut mit Indianern kann, gibt's noch Glitch Manitou. Er ist der große Geist hinter allem und wurde von den Ureinwohnern verehrt. Anders als bei anderen Göttern mit vergleichbaren Stellenwert, bildet sich Glitch Manitou, wenn alle Wesenheiten im Einfluss sind. Sogar die französisch-christlichen Siedler, die den algonquinischen Volk das Evangelium predigten, verwendeten erstmal für Gott diesen Namen, weshalb heute noch gelegentlich Manitou als Übersetzung gilt. Mehr gibt's zu diesem Kreislaufkonstrukt nicht zu sagen. Ist bei Marvel halt ein Allvater, den man im Infinity Gauntlet Event zu erhaschen bekam. Göttlich vergeudetes Potenzial. Warum zog Manitou nicht mit seiner Gefolgsnatur gegen Asgard in einem verteidigenden Krieg? Dann hätte War of the Rams was richtig Besonderes, trotz seltsam gewandelter Charaktere. Generell ist diese Mythologie populär dem Untergang geweiht. Springen wir zu Manitou Raven auf aus dem DC-Universum, der eine Anlehnung an Apache Chief ist, der Super Friends. Dieser verkalkte Schamane mit Bisonskalp ist im Anbetracht seiner Gruftigkeit ein sanftes, edles Mitglied der Justice League geworden. Etwa 1000 vor Christus prophezeite er der Liga der Götter von einer Hydra, die kommen wird. Als diese nahmen sie die damals noch cool abgekürzte JLA wahr. Um den Fleischzauber der Hexe zu umgehen, sah Raven eine blutige Verbundenheit dem mexikanischen Green Lantern, weshalb er leider zum Problemausmerzen des Ganzen das Herz eines edlen Mannes wie Kyle Rayner rausschneiden muss. Nachdem alles wieder behoben wurde, verließ Jason Blood die Liga, wodurch Platz für einen anderen Magier gemacht wurde. Und wenn man die Wahl hat zwischen einem rasenden Reimer und einem epiphanistischen Empathen, da blendet man wohl Ersteres aus. Manitou hat auch eine Frau genannt Manitou Dawn. Auf welche Pfade sich der indianische Rabe begab, weiß keiner, aber wenn er als Black Lantern wiederkehrt, kann nichts Gutes geschehen sein. Grundsätzlich ist Manitou ein Bewunderer der Superhelden und weicht vom Blutrachegrad ab. Lieber benutzt er interdimensionale Verstandsüberwältigung, um Gerechtigkeit zu betreuen. Ähnlich denkt auch ein anderer spiritueller Gefolgsmann des zweiten Platzes, Nightwolf. Viele sind von dieser Ureinwohner-Stereotypie abgeschreckt. Aber lieber Halli, Ed Boon weiß, wie man einen Underdog einsetzt. Gerade dieser war es, der Scorpions Vergeltungsdrang zur Rede stellte und Noob Saibot in den Seelentornado kickte und erbitterten Widerstand gegen Quan Chi leistete. So einer wird mit Gag-Charakteren wie Striker gleichgesetzt? Nightwolf hat Earthrealm immer wieder selig gerettet. Great Cloud, ein Green Lantern Apache, der mit Lebensenergie aufgeladene Projektilen wirft und guten Kontakt mit Raiden steht. Manchmal kämpft er auch mit zwei Wappentieren, die, so nehme ich an, für Angriff und Abwehr stehen, oder Kraft und Listigkeit. Ach ja, und Fahrradfahrerhelme haben auf dem Haupte eines Nachtwolfes nichts zu suchen. Die Nummer 1 kann nur mein Capcom-Liebling sein, T-Hawk, ein starker, disziplinierter Krieger des Atlas, der versuchte, seinen von M. Bison eingenommenen Teil Mexikos zurückzugewinnen
um seinen toten Vater Arroyohawk zu rächen. Thunderhawk ist schneller als alle anderen Kämpfer seiner Größe. Das verdankt er seinem adlerartigen Thunderfoot-Stil, mit dem er in die Luft steigt und spitzhändig zulangt, ähnlich wie ein Vogel mit den Flügeln schlägt. Was soll man hinzufügen sagen? Er ist ein abgehbarer Indianer, dessen Motivation beim Martial-Arts-Turnier die Erneuerung seines abgeschlachteten Treibes war. Nur im Originalton wirkt er am unnatürlichsten. Ein Ureinwohner des südlichen Westen, der Japanisch redet. Ohne Akzent. Das war's dann wohl. Ich bin neugierig. Was wäre, wenn die Engländer ein fettes Stück Land verfehlt hätten? Wie hätten sich die unterschiedlichen indigenen Kulturen weiterentwickelt? Wie wäre Politik, Gesellschaft, Wirtschaft? Haut rein!